280 PS war bisher Schluss beim Seat Leon. Ab sofort gibt es 10 PS mehr, das Ganze heißt Seat Leon Cupra 290. Aber spürt man die wirklich? Das gilt es herauszufinden. Der Seat Leon Cupra 290 stellt die letztgültige Eskalationsstufe im Seat Leon Universum und kommt fully loaded. Das bedeutet Top-Ausstattung mit zupackenden Ledersitzen, adaptivem Fahrwerk, volle Multimedia-Bespaßung und LED-Scheinwerfer. Das Raumangebot ist vorne top und bei unserem Test-Dreitürer auch hinten okay. Für den bequemeren Zustieg gibt es den Leon Cupra 290 ohnehin auch als Fünftürer oder Kombi. Die Alltagstauglichkeit ist also wie auch schon beim Vorgänger unbestritten. Da kann sich die Konkurrenz schon anschnallen. Montag bis Freitag in die Anwaltskanzlei, am Samstag dann am Salzburgring. Die 290 PS lassen sich natürlich nur auf abgesperrtem Terrain voll auskosten. Dort darf man sich dann über 250 km/h Topspeed und einen 0 auf 100 Wert von 5,7 Sekunden freuen. Möglich macht's ein 2 Liter Turbo Vierzylinder, der 350 Newtonmeter an die Vorderachse schickt und von einem DSG verwaltet wird. Doch was ist nun eigentlich mit den 10 extra PS? Also jetzt muss man schon sagen, die 10 PS extra, also im Alltag wird man die wohl kaum spüren. Ein super ausgebildeter Rennfahrer, vielleicht hat der in seinem Popometer so viel Gefühl, dass er die 10 PS mehr spürt. Ich bin aber kein super Rennfahrer, ich spüre es nicht. Was man schon spürt, ist, dass das alles ein bisschen direkter ist. Vor allem, wenn man dann den Cupra-Modus wechselt, macht das richtig Spaß und macht auch richtig Sinn. Der Cupra-Modus bei dem Auto ist nochmal um eine Ecke angeschärft. Das heißt, alles wird direkter und vor allem auch lauter. Unterschied zuvor ist nämlich nicht nur innen, also es kommt jetzt nicht nur aus dem Sound Composer, sondern da hinten furzt und pluppert es auch ganz gescheit. Hauptsächlich verantwortlich ist dafür eine völlig neue Auspuffanlage, die nicht nur 5 Kilo leichter geworden ist, sondern dank fehlenden Mittelschalldämpfer auch mehr Krawall machen darf. Klingt eigentlich immer sportlich und wird nur im Cupra-Modus richtig laut. Wer sich für einen Wagen mit fast 300 PS entscheidet, der legt natürlich auch Wert darauf, dass das Auto verbindlich ist. Damit meine ich, dass ich das Auto und auch die Leistung spüre, aber ohne, dass sie mir Angst macht. Und da ist Seat halt natürlich mit dem Cupra schon was gelungen, weil einerseits ist er richtig schnell, ja, und er reißt auch gescheit an, aber andererseits hat man nie den Moment, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt zu viel, damit kann ich nicht mehr umgehen. In die Hände von einem Fahranfänger gehört er trotzdem nicht. Also als Matura-Geschenk ist er untauglich, das will ich eigentlich sagen. Für Neo-Führerscheinbesitzer heißt es also vorerst am Beifahrersitz Platz nehmen oder die Augen über die Form streifen lassen. Als Dreitürer gibt der Leon die knackigste Erscheinung und wirkt nach wie vor frisch wie am ersten Tag. Daran zeigt sich, dass Seat hier ein richtig gutes Grunddesign gelungen ist. Generell lässt sich sagen, dass der Seat Leon Cupra 290 ein sehr ausgereiftes Package anbietet, das durchaus zu überzeugen weiß. Mein Fazit zum Seat Leon Cupra 290. Spürt man die 10 PS mehr? Ganz ehrlich, ich spüre sie nicht. Aber was ich spüre ist, dass das ganze Fahrzeug viel direkter und verbindlicher geworden ist. Und alleine dafür zahlen sich die 10 PS extra einfach aus. Und am Stammtisch macht das natürlich auch richtig was her.